So, aber neues. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines. Prüfen wir es nochmal. Es muss ja irgendwie drin sein. So, auf ein neues. Dankeschön. Muss man wieder warten, bis wieder ein neuer Host dabei ist. Was ja dann für einfach komplett alles neu startet, ey. Zentrale 1044 hat mich gerade passiert. Den knöpfe ich mir vor. Und der Typ ist schon wieder weg. Oh, hier vorne. Verdächtigen lässt das alles kalt, brauchen Luftunterstützung, um ihn zu verfolgen. Over. Zentrale hat den Code 3 Verdächtigen in Sicht. Schließe mich Einheiten an. Over. Air 14 an alle. Sind über dem T-44 und haben ihn in Sicht. Kriegt ihr noch niemand in 2 Minuten? Air 14 meldet Nagelband erfolgreich. Oh, das war so klar und der nächste direkt wieder. Ach Mann. Wählt denn auch 3 Nagelbinder hintereinander? Und der ist wieder weg, ey, das ist doch nicht wahr. 3 Sekunden zu spät, Mann. Schnelle Arbeit, Officer. Ja, schnelle Arbeit, aber nicht schnell genug. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Die will ich aber gerade nicht. Es sind einfach nur diese 3 Speedzones. Dieses 3. Bei denen aufgeholt, aber das schaffe ich nicht. Es ist immer so knapp. Warte mal, da vorne ist noch ein Ding zum Aufladen. Zentrale Fahrer beschädigt weiter. Alle Einheiten, verfolge einen 1041 auf Riverside Drive. Könnte ein Code 3 Einsatz sein. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Automatische Nummernschilderkennung hat Racer identifiziert. An alle in der Nähe. Abfangen. Fahndungsbeschreibung eines verdächtigen Racers. Sende Infos an euren NBC.
Verfolgung fort und fordere Helikopter an. Code 3. Ah, leck mich doch. Racer zieht davon, folge weiter auf Code 3. Ich schmeiße mal ein Nagelband vor die Nase und dem mir einfach mal, damit der ein bisschen stehen bleibt, der Kollege. Haha, welch eine Überraschung. Nein, das war knapp. Oh, die Schella. Gold, jawohl, endlich. So, nächste. Danke, Heli. Gott sei Dank. Scheiß Ding, Alter. So, jetzt brauchen wir noch eins. Eins brauchen wir noch. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Ist ja eigentlich ja kurios, aber dasselbe nochmal fahren, ne? Wir haben das Ding ja schon auf Gold, aber versuchen wir es nochmal. Dann haben wir es ja. Das soll ich sehen. So. Ist der Sack? Ist der hier weg? Officer meldet, Racer zerstören öffentliches Eigentum. Code 3 Verfolgung geht nach Süden. Code 3 Verdächtiger fährt nach Süden. Ziel wiedergefunden, Verfolgung aufgenommen. Dann holen wir uns nochmal. Ja, es war fast klar. Luftunterstützung im Anflug. Dann scheiß verfickten. Warum eigentlich immer so ein Pech, ey? Das geht schon eine ganze Weile so. Jetzt muss ich ewig zurückfahren, das war's. Ja, fahr, ist mir scheißegal. Wir werden neu starten. Das kann doch nicht sein, Leute.
Ja, was das? Das ist auch... Ich hatte jetzt keine Schockrahmen, das ist mir jetzt selbst, ne? Ah, du bist dran. Der ist fast durch. Und was passiert? Es crasht mal wieder. Muss ich jetzt da wieder dran, ne? Oder auch nicht. Er fällt in die Nagelsperre, Nagelband. Wir haben es geschafft, liebe Leute. So, GPS-Kommandoposten. Jetzt kommen 8 Kilometer. Wir haben es, ey. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Das war eine schwere Geburt. Eine verdammt schwere Geburt. Noch ein bisschen verfahren, das muss ja noch anders sein. Gott sei Dank haben wir das auch geschafft. Rang, Erfolgstechnologie, neues Auto. Und was haben wir bekommen? Ein Königsack. Stunde 0, Kapitel 9. Wir konnten Zephyrs Funksignal erschlüsseln. Wir werden jetzt reingeschaltet. Ich rufe alle Racer auf, sich zu verbünden und unseren Lebensstil gegen den Feind zu verteidigen. Sein Signal war nur wenige Meilen von deiner Position entfernt. Danach war er verschwunden. Du bist der Einzige, der versuchen kann, rechtzeitig da zu sein. Dein Job ist einfach. Bring Zephyr zur Strecke. Und zwar jetzt. Zephyr hat unsere Macht in Frage gestellt. Jetzt folgt die Antwort. Heute sieht er, was passiert, wenn man die Bestie weckt. Ich bin bereit für die letzte Prüfung. Beenden des Scepter. Dann sind wir fast sogar durch. Hier endet es. Ich bin bereit für die letzte Prüfung. Ich glaube, dann sind wir nämlich durch für die mit den Cops, glaube ich, sogar schon. Habe ich das Gefühl. Oh, jetzt sind wir bald am Ende. Das wird's jetzt müssen wir nur die Racer machen. So. Wir müssen es ja nur beenden, ne? Das heißt, mindestens auf Silber. Beziehungsweise Bronze, meine ich. So, fahren wir jetzt mal in die Königsegg, würde ich sagen. An der Gera R. Müsste eigentlich Verfolgungstechnologie sein. So, wir haben ja Kohle ohne Ende. Also, was heißt Kohle ohne Ende? Das haben wir nicht. Ich hab mal gucken, ob ich einen MP einsetzen kann, einfach. Vielleicht ist es am besten damit verarbeiten. So, Interceptor Stunde 0. Was ist denn das Ding?
Ist das Ding denn still? Gibt's den nicht jetzt? Ausgecrashed? Muss man sich schuldig halten. Den haben wir ja immer gefahren. Aber worauf ist das Ding denn? Spielt das Biest ein? Ich brauche ja nicht die Dinger fahren, die... Hier bin ich bloß... Jäger... Gibt's den nicht als Stunde 0? Natürlich ausließ. Rambock. Breite Gefahr. Die letzte Warnung. Behalte die Kontrolle. Stunde 0, da ist es. Probieren wir's. So, wir brauchen das Ding einfach nur unter 3 Minuten 30 zu holen. Boah, Stufe 10. Ich brauche den eigentlich nur zum Stehen zu bringen, den Wagen, oder nicht? Der hat aber auch einen mitgekriegt, der Typ. Wo ist denn der? Hier. So, mein MVP wieder auf. Ja, und da stehst du einfach wieder mal irgendwo in der Hand drin. Ach nein. Es war zu schön, um wahr zu sein. Ich hatte den Typen fast. Entschuldigung. Spinne mit deiner Karre da, ey.
Ich hoffe, dass er den noch gekriegt hat. Dankeschön. Was hat nochmal mit dem Scheiß im Pi? Was wundert mich, dass der irgendwie ein Auto reinkriegt. Er dreht mich und ich lande im Dienst. Ja, das war's. Jetzt ist er weg. Spiel doch mal. Das ist Kapitel 10. Ein Officer des FBI Vehicle Response Teams ist nach einer Kollision mit dem gesetzlosen Racer Zephyr weiter in Lebensgefahr. Während die Behörden keine Angaben zur Identität des Verletzten machen wollen, haben wir in Erfahrung gebracht, dass der Officer für sein rücksichtsloses Verhalten bereits suspendiert wurde. Bitte was? Du schläfst. Ich bin wach. Ich bin nicht gebunden. Frei. Ich lebe das Leben, vor dem ich Angst hatte. Gerade als die Welle von Straßenrennen vorbei zu sein schien, ist nun ein neues Video des Fahrers Fate aufgetaucht, der Zephyrs Platz als bester Fahrer in Redview County eingenommen hat. Darin richtet er sich an alle anderen Racer und fordert sie heraus. Ich mache dich schneller. Ich gebe dir einen Sinn. Ich mache dich berühmt. Ich bin dein Gegner. Dein Widersacher. Ich bin dein Rivale. So. Jetzt komme ich durch mit den Cops, glaube ich. Glückwunsch, deine Karriere als Cop ist abgeschlossen. Aber es gibt noch viel zu tun. Geh zurück und probiere die anderen ausstehenden Aufgaben und tritt über Autolog gegen deine Freunde an.
Die Rivalität geht weiter. So, also Cop-Karriere haben wir schon beendet. Das heißt, wir machen dann in der nächsten Folge mit der Racer-Karriere weiter. Damit bringen wir die auch so nach und nach zum Ende. Ja, und dann sind wir durch. Dann gucken wir mal, was wir danach machen.